Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Wie in meinem Hinweisvideo zu den Herausforderungen der Woche 8 versprochen, werde ich euch jetzt bei der Aufgabe mit den Tontauben-Schießständen helfen. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mir doch für dieses Video einen Like da, einen Daumen nach oben da. Es würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen, dass ich für euch weiterhin diese Videos mache und auch poste. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos, Leaks, irgendwelchen Verschwörungstheorien oder Zukunftsmusik, was Fortnite betrifft oder sonstigen Dingen, dann lasst mir auch ein kostenloses Abo da und macht auch die Glocke an, damit ihr sofort Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Denn ich werde während der Season 6 weitere Videos posten, um euch bei den Aufgaben zu unterstützen und euch natürlich auch Infos weiterzugeben. Jetzt zeige ich euch erstmal die Map, wo 5 Schießstände zu finden sind, und zwar einmal beim Hexenhaus Richtung Haunted Hills, dann haben wir eine bei Leaky Lake, zusätzlich haben wir einen zwischen Lazy Links und Risky Reels, und zwar genau rechts von der Holzbrücke, zusätzlich einen hinter Lonely Lodge Richtung Wailing Woods und noch einen unter Shifty Chefs, da wo der Holzstuhl ist. Hinter dem Holzstuhl ist ein kaputtes Haus und dort ist auch ein Schießstand. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal ein Video, wie ihr gemeinsam mit eurem Duo-Partner sehr einfach diese Aufgabe erledigen könnt. Das ist einfach ein Hinweis, ein Tipp oder ein Tipp. Und ihr könnt euch auch so positionieren, wie ich gerade hier am Stand bin. Und dann trefft ihr auf jeden Fall. Und ihr bekommt beides die Aufgabe gewertet. Und zusätzlich sehen wir es hier, da schießen wir sogar zu dritt. Und seht ihr, wie ich hier am Schießstand stehe? Auf jeden Fall treffe ich hier direkt die Tontaube. Und so wäre es wirklich sehr, sehr einfach zu erledigen, diese Aufgaben. Und wie gesagt, wenn ihr mit mehreren Leuten hier am Schießstand seid, ist es sogar noch einfacher. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video geholfen, euch einen Hinweis gezeigt, wie ihr diese Aufgabe sehr leicht und sehr schnell erledigen könnt. Für alle die, die natürlich mit dem Aim etwas Probleme haben. Bis dann, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen, denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos und so weiter, dann einfach auch ein Abo dalassen und auch die Glocke anmachen. Das kostet euch auch nichts. Und für weitere Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar dalassen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bis demnächst, euer Sadi.